Sie hat mir ein Stichwort gegeben im Kontext, gerade von deutschen Sinti, von Xenophobie gesprochen. Ich bin ja immer so ein bisschen gegen den Begriff Xenophobie oder Fremdenfeindlichkeit, weil Fremdenangst. es gibt keine Fremden. Also man konstruiert ja erst die Fremden. Und gerade im Kontext von deutschen Sinti, es sind keine Fremden. Sie haben es gerade schon gesagt, deutsche Sinti sind, wenn ich recht informiert bin, seit 600 Jahren oder länger in Deutschland. Deutsche haben auch nie woanders gelebt. So ähnlich ist es ja mit zweite und dritte Generation EinwanderInnen, zum Beispiel von ehemaligen türkischen GastarbeiterInnen. Die haben nie woanders gelebt, sind hier geboren und aufgewachsen und trotzdem findet immer noch dieses Othering statt, diese Idee, dass die sind fremd, die sehen nicht so aus wie wir. Das heißt, es gibt ja auch immer noch diesen Idealtyp und deshalb müssen die irgendwann irgendwohin zurückgehen. Was ist Ihre Position aus der Bürgerrechtsperspektive, auch gerade als deutscher Sinto dazu? Also wie sieht's aus, wenn wir über Willkommenskultur reden? Das ist ja eigentlich auch wieder ein absurder Begriff in dem Kontext, weil willkommen würde ja auch bedeuten, es gibt da jemand, der willkommen geheißen werden müsste. Die Realität ist aber, wir sind schon ganz lange da und gehören eigentlich selbstverständlich dazu. Sollte es ja. Eigentlich. Sie haben es richtig gesagt, unsere Minderheit, also meine Familie lebt seit über 600 Jahren in Deutschland. Die erste urkundliche Erwähnung war 1407 in Hildesheim. Mein Großvater und seine Brüder waren im Ersten Weltkrieg im Militärs, also haben gekämpft für ihr Land, waren sehr patriotisch eingestellt. Wie gesagt, im Ersten Weltkrieg. Das heißt, wir identifizieren uns mit unserem Land. Ich, für mich, meine Familie, ich bin preußischer Sinto, also wir unterscheiden uns auch nochmal regional. Das heißt, es gibt bayerische Sinti, die sind sehr stolz darauf, es gibt die baden-württembergischen Sinti, die Pfälzer Sinti. Ich bin ein preußischer Sinto, der in Rheinland-Pfalz geboren ist und lebt, aber immer noch ein preußischer Sinto ist. Damit möchte ich sagen, wie stark unsere Identifikation mit diesem Land ist. Hier liegen seit Hunderten von Jahren unsere Toten begraben. In dieser Erde. Es ist mein Land. Deutschland ist mein Land. Ich möchte auch und ich übernehme auch Verantwortung für mein Land. Deswegen engagiere ich mich auch. Ich engagiere mich immer noch in der Rechtsarbeit. Ich engagiere mich in der Politik. Ich möchte unsere politische Gesellschaft in Deutschland, ich möchte unser Land mitgestalten. Diesen Anspruch habe ich und ich mache es sehr gerne, weil ich stolz darauf bin, hier zu sein in diesem Land. Es ist vielleicht für einen schwer zu verstehen, wenn man sagt, dass ich habe sechs Angehörige verloren, die von meiner Familie direkte Angehörige im Holocaust, in Auschwitz auch. Meine Mutter, meine Großmutter haben überlebt. Und dann fragt man mich oft, wie kannst du das sagen, dass du stolz bist auf dein Land? Ja, aber ich bin es. Ich bin preußischer Sinto, das sage ich jetzt nochmal ganz bewusst. Und ich denke mal, dass das eine Tatsache ist, die auch die Mehrheitsgesellschaft endlich auch wahrnehmen muss. Aber auch unsere eigenen Menschen, also meine eigenen Menschen, die Sinti, müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen und müssen auch politisch sensibilisiert werden. Das fängt jetzt zum Glück an, als ich vor 2 Jahren also ich kandidierte für den Bundestag vor 2 Jahren und durch den Wahlkampf, und das war sehr stark in den Medien auch, weil ich als erster deutscher Sinto in den Bundestag wollte, hat viele Sinti dazu gebracht, dass sie in Parteien eingetreten sind und sich jetzt auch parteipolitisch engagieren. Und das war ein wunderbares Gefühl, weil man plötzlich, weil ich sah jetzt, das wirkt. Also einer geht einen Schritt vor, die anderen kommen hinterher und sie sehen, es ist schön, sich zu engagieren und wir wollen mitgestalten. Und ich denke mal, das ist eine ganz wichtige Arbeit, als Multiplikator zu wirken. Da muss man auch in den sauren Apfel beißen, dass ich nicht mehr die Möglichkeit habe, mich zu outen. Nicht zu outen, sondern mich zu verstecken. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, meine ethnische Zugehörigkeit zu verstecken, und das geht nicht mehr. Das ist halt der auf einer Seite der Nachteil, weil ich davon, ja gut, dann ist man halt in der Öffentlichkeit immer geoutet. Gerade schon angesprochen, Repräsentation.
auch mediale Repräsentation halte ich für sehr wichtig. Sie hatten jetzt gerade schon gesagt, Sie haben so eine Art Vorbildfunktion jetzt auch bekommen oder zugewiesen bekommen. Sie waren tatsächlich bei der letzten Bundestagswahl der erste deutsche Sinto, der überhaupt kandidiert hat für den Bundestag. Ich finde das eigentlich schockierend, dass es im Jahr, was war es, 2013 das erste Mal jemand überhaupt wagt oder so weit gekommen ist. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich dadurch jetzt aber auch was bewegt? Also nicht nur bei den Grünen, sondern auch in den anderen Parteien, hat es auch den, vielleicht den ja auch sehr aktiven Bürgerrechtsbewegungen, auch dem Zentralrat darum und sind die, vielleicht hat das nochmal so einen Aufschwung gegeben, auch, Sie haben es auch gerade schon mal angesprochen, die Frage der Sichtbarkeit, dass Leute vielleicht weniger Angst haben, sich zu outen und zu sagen, ich bin Sinti, ich bin Roma. Glauben Sie, dass das schon wirkt irgendwie? Das wirkt schon. Also, wenn man die letzten paar Jahre mal so Revue passieren lässt, also wenn ich das jetzt tue, dann merke ich schon einen Fortschritt. Es ist etwas in Bewegung gekommen. Für mich persönlich, seit ich den Grünen beigetreten bin und dann aktiv mitgemacht habe und das Glück hatte, auch Spitzenpolitiker zu finden, wie jetzt Claudia Roth oder Tom Königs, die mich ganz stark unterstützt haben in dieser Arbeit und mich auch gepusht haben. Und da ging es vielleicht weniger um meine Person, sondern um die Minderheit auch, um es einfach nach vorne zu drücken. Und das ist auch gut gelungen. Ich merke auch mit anderen Parteien, seit meiner parteipolitischen Arbeit, habe ich sehr viele Freundschaften aufschließen können mit anderen Parteikollegen aus der SPD, auch aus der CDU und der FDP, weil im Wahlkampf, da ist man oft zusammen und man merkt, es ist doch nicht immer alles so schwarz und weiß, sondern es gibt viele Grauzonen. Das heißt, in vielen Themen ist man d'accord und da kann man auf Mithilfe und auf Zustimmung bauen, auch bei anderen Parteifreunden, die jetzt aus anderen Parteien kommen. Und ich denke mal, auch durch diese Arbeit hat auch die Mehrheitsbevölkerung, also die Menschen, die keine Sinti oder Roma sind in der Partei, gemerkt haben, sie arbeiten jetzt arbeiten ein Sinto auch mit dabei. Vielleicht hat das auch mit Klischees aufgeräumt, dass man jemandem das nicht zugetraut hätte, dass ein Sinto das machen könnte oder ein Roma. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, das ist ganz wichtig, denn der Völkermord an den Sinti und Roma ist erst 1981 anerkannt worden. Das heißt, die Bürgerrechtsarbeit ist noch verhältnismäßig jung. Die ist nicht so alt. Und dieser Umstand, dass der Völkermord erst 1981 anerkannt wurde, deutet auch darauf hin, dass die viele Sinti und Roma auch sehr enttäuscht waren von der Politik. Man hatte sich vor 1981, als der Völkermord nicht anerkannt war, musste man um seine Entschädigung als Holocaust-Überlebender kämpfen. Teilweise 40 Jahre, 50 Jahre sind Anträge gelaufen, um ihre Entschädigung zu bekommen. Da war das Vertrauen in den Staat und in die Parteien und in die Politik sehr klein, wenn überhaupt vorhanden. Man hat nicht viel für die Minderheit getan, um sie politisch mitzunehmen. Und das hat man nicht gemacht. Und diese Anerkennung des Völkermords kam auch nicht von allein, sondern durch den Hungerstreik von Überlebenden mit Romani Rose, damals in Dachau, als die Weltöffentlichkeit dann auf den Völkermord an den Sinti und Roma erst aufmerksam wurde und dann einen politischen Druck auf Deutschland ausgeübt hat. Dann kam die Anerkennung. Also es kam alles, man musste alles mit Druck machen, mit Demonstration und Druck. So waren auch die Menschen, also die selbst heute noch eine gewisse Generation, eine ältere Generation von uns, sind immer noch sehr skeptisch. Die sagen, gerade jetzt bei den Wahlen, den Bundestagswahlen oder Europawahlen, wenn die Nazis wieder einziehen, also jetzt NPD wieder in die Stadtparlamente einziehen, die sagen,
Das kann durchaus alles wieder passieren, wie damals bei Hitler. Und Sie haben recht, es passiert ja auch. Normalerweise hätte es nie mehr passieren dürfen, dass ein NPD-Mitglied oder ein NPD irgendwo in ein Stadtparlament oder Landtag oder Bundestag oder ins Europaparlament hätte kommen dürfen. Deutschland schickt tatsächlich einen Nazi nach Brüssel. Also das hätte dürfen, wenn wir tatsächlich so stark daran glauben, dass das nie mehr passiert, hätte das niemals passieren dürfen. Aber es ist passiert. Und das sollte einem zu denken geben. Und ich denke mal, das lässt auch immer doch die Vorsicht verstehen, die viele Sinti und Roma immer noch haben. Weil es gibt viele Sinti, bin da vielleicht gar nicht ausgeschlossen, die posttraumatisiert sind von den Geschehnissen im Dritten Reich. Wir haben ja als Kinder das alles auch immer mitbekommen, wenn sie erzählt haben, unsere Großmütter oder Großväter und Onkel, wenn sie darüber gesprochen haben oder wenn sie geweint haben, wenn ihre Angehörigen Geburtstag hatten und sie sind nicht da und sie konnten auf keinen Friedhof gehen, um an ihrem Grab zu trauern. Da haben wir zum Beispiel vor 2 Jahren, am 24. Oktober, wurde das Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Europa hier in Berlin eröffnet, neben dem Reichstag. Jetzt hat man eine Möglichkeit, aber auch dieses Mahnmal, dieses Denkmal hat eine Geschichte. 20 Jahre musste der Zentralrat, mussten Überlebende darum kämpfen, dass dieses endlich steht. Das war nicht selbstverständlich. Nur mit einem langen, langen Atem. 20 Jahre hat das gedauert. Also muss man sich, zeigt das, wie Politik, wie Gesellschaft ihre eigene Minderheit wahrnimmt, die seit 600 Jahren hier lebt. Unsere Kultur ist mit über 90-95% gleich mit der Mehrheitsgesellschaft. Und die deutschen Sinti und Roma sind zum allergrößten Teil Katholiken oder auch Protestanten, Zeugen Jehova, freie Christen. Also religiöse, kirchenzugehörig. Also völlig normal, völlig, völlig normal. Und man will das nicht so wahrnehmen. Man denkt immer noch, die haben eine andere Religion, die Sinti. Also es wäre auch eine Frage der Aufklärung eigentlich oder eigentlich mal mit dem Aufräumen alter Klischees und rassistischer Stereotype. Ja, genau. Die ja vielleicht auch, oder vor allen Dingen, ich sehe da zum Beispiel die Medien stark in der Pflicht. Wenn wir zum Beispiel über Zuwanderung reden, wir sehen dann immer Bilder von Menschen, die man erstmal als Roma identifiziert, ob sie es sind oder nicht, ist ja dahingestellt. Das heißt, es werden immer wieder die gleichen Bilder auch aufgeworfen, und die Leute werden damit bombardiert. Und weil Sie es vorher schon angesprochen hatten, würde ich jetzt gerne nochmal eine Begriffsklärung von Ihnen mir wünschen. Roma und Sinti, können Sie das nochmal zusammenfassen, was der Unterschied ist oder auch nicht? Und auch im Kontext von deutscher Geschichte, wenn wir jetzt über deutsche Sinti reden und wenn wir über neu zugewanderte Menschen aus zum Beispiel Südosteuropa reden. Sinti und Roma, dieser Begriff ist ein politischer Doppelbegriff, den es eigentlich nur in Deutschland gibt. Sie werden im Ausland niemals von Sinti und Roma hören, sondern nur von Roma. Dieser Begriff, den gibt es nur in Deutschland. Der wurde damals, gerade in der Zeit des Hungerstreiks, den Romani Rose damals initiierte in Dachau, wurde dieser politische Begriff, das war auch ganz wichtig, weil bei den Überlebenden auch deutsche Roma dabei waren. Das waren deutsche Sinti und deutsche Roma. Da wurde dieser politische Doppelbegriff gebildet. Es ist ein sehr, ja, es ist ein großer Unterschied. Denn zum Beispiel unsere Sprache, die Sprache der deutschen Sinti, das Romanes, das aus dem alten Sanskrit stammt und eine indogermanische Sprache ist, ähnelt sich nur mit den Romanes-Formen der Roma. Also es handelt sich um eine ganz heterogene Gruppe, sehr heterogen. Und selbst die Roma, wenn man sie als sein, es gibt ungefähr 12 Millionen in Europa, 10 bis 12 Millionen, selbst diese Gruppe ist unglaublich heterogen. Wir haben die Calderaschi, die Lovari, wir haben in Frankreich die Manouche, wir haben in Spanien die Kale.
Und so lässt sich das fortführen. Alle haben einen eigenen Sprachdialekt. Die semantische Entwicklung war eine ganz andere wie der bei den deutschen Sinti. Deswegen ist die Sprache dann auch anders. Es wäre so, wenn ich jetzt als Deutscher mit einem Holländer rede, der spricht Holländisch und ich spreche Deutsch, und wir versuchen uns miteinander zu verständigen. So ungefähr ist das, wenn ich mit einem bulgarischen, rumänischen, mazedonischen oder serbischen Rom rede. Also so viele Diversitäten gibt es in der Sprache. Auch gerade in der Religion, deutsche Sinti oder in Polen, polnische Roma sind meist katholische, also an der Mehrheitsbevölkerung ziemlich angeglichen, was die Religion betrifft, auch die deutschen Sinti genauso, wo es jetzt eine Bewegung gibt. Also es waren vorher sehr viele katholische Sinti. Ich als preußischer Sinto bin protestantisch. Aber es gibt eine Bewegung, die jetzt die freien Christen, das gibt es seit ein paar Jahrzehnten, dass immer mehr der freien Kirche in die freie Kirchen gehen. Ja, und es gibt viel, was uns unterscheidet, jetzt beide, also mich als Sinto und Sie es als Nicht-Sintetzer, wäre zum Beispiel die Sprache. Also wir haben eine zweite Muttersprache, das Romanes. Ich spreche auch meine Muttersprache, ist aber auch das Deutsch. Beide Sprachen. Meine Geschichte, die Historie, gerade das Dritte Reich, meine Herkunft, das ist etwas anderes. Also da habe ich eine eigene Geschichte. Meine Musik, traditionelle Musik, selbst die ist sehr unterschiedlich. Wir haben eine Musik, der deutschen Sinti ist eine ganz andere Musik wie die der ungarischen Rom oder der bulgarischen oder rumänischen oder türkischen Rom. Das ist eine völlig andere. Unsere Lyrik, unsere Prosa, die wir haben, ist eine ganz andere wie der russischen Roma. Es gibt also so viele Unterschiede und trotzdem ist es von der Mehrheitsgesellschaft innerhalb Deutschlands, wenn ich jetzt von deutschen Sinti und deutschen Mehrheitsgesellschaft rede, sehr klein. Wir feiern genauso Weihnachten. Wir machen ziemlich alles gleich. Es gibt kaum Unterschiede. Dann, was denken Sie, weswegen immer noch und vor allen Dingen auch so stark und immer wieder gerade Ressentiments gegen Sinti und Roma benutzt werden eigentlich, um Ängste zu schüren? Also es geht ja eigentlich um Ängste, die EU ist zu offen. Warum sind es immer wieder die Roma und Sinti, die da als Sündenböcke quasi vorgeführt werden? Was denken Sie, was steckt da irgendwie dahinter? Dieser Begriff... Mit dem Begriff Zigeuner kommen wurde Angst gemacht, schon früher. Damit wurde gearbeitet, um den Menschen Angst zu machen. Und das Wort Zigeuner ist ein Konstrukt der Gesellschaft. Es gibt gar keine Zigeuner. Selbst wenn ein Sinto oder ein Roma sagen würde, doch, ich bin Zigeuner, dann mag das sein, dass er wie ein Zigeuner lebt. Dass er diese ganzen Attribute hat, die ein Zigeuner ausmachen. Aber das heißt noch lange nicht, dass er ein Roma ist oder ein Sinto ist. Das ist ein großer Unterschied. Sie können... Als Sinto oder Romani, als Sintetzer oder Romni können Sie nur geboren werden. Ein Zigeuner können Sie werden. Kann ein jeder werden, tatsächlich. Sie müssen dann nur einige Dinge in Ihrem Leben dann wahrscheinlich umstellen, die dann dazu passen. Und selbst dieser Roma oder Sinto, der das sagen würde, würde mir gegenüber niemals sagen, dass er Zigeuner ist, sondern er würde sagen, er ist Sinto. Ganz einfach, weil da ein ganz anderer Zugang ist. Es gibt Beispiele, die sind gar nicht alt, gerade ein paar Monate. Ich erinnere an den Fall Maria. Dieses blonde Roma-Mädchen, das man in Griechenland bei einer Roma-Familie fand, angeblich in einer Hütte. Ich habe dieses Haus gesehen, denn es war wirklich keine Hütte, es war ein wirklich schönes Haus. In dem dieses Kind lebte, das Kind wurde den Menschen weggenommen. Und man sprach gleich, ich kann mich noch gut daran erinnern, wo sind die Eltern? Das Kind ist blond, hat blaue Augen, vielleicht sind es deutsche Eltern, denen das Kind gestohlen wurde. Innerhalb von 1 bis 2 Tagen sind Meldungen gekommen in Deutschland, bei dem, und sogar in meiner eigenen Familie, bei dem auf dem Spielplatz Menschen angesprochen wurden, sind die blonde Kinder haben und selbst dunkle Haare haben, woher das Kind ist. Es war tatsächlich sofort passiert. Das heißt, dieser uralte Stereotyp hat bei den Bürgern sofort
dieses alte Klischee wieder herausgeholt und man war sofort wachsam. Es hat nicht gepasst, aha, das ist eine Sintetza oder eine Romney, die hat ein blondes Kind, die klauen ja Kinder. Das wurde sofort transportiert bei diesem Bericht. Als sich dann herausstellte, dass die Eltern von Maria blutarm waren und tatsächlich das Kind nicht ernähren konnten und aus diesen Gründen dieser Familie das Kind gegeben hat, damit sie es ernähren kann, hat man nicht revidiert, sondern hat es einfach so stehen lassen. Man hat sich auch nicht entschuldigt über diese Berichterstattung, die völlig, ja, die unglaublich rassistisch war. Man hat zur gleichen Zeit, ich glaube in England oder in Irland, einer Familie zwei Kinder weggenommen, weil sie blond waren. Und erst nach einer DNA-Untersuchung, als man festgestellt hat, dass es tatsächlich die leiblichen Kinder waren, die Kinder wieder zurückgegeben. Heute ist es leider so, dass durch die Medien sehr viel Einfluss auf die Menschen ausgeübt werden kann. Und ich sehe hier die Medien in einer ganz großen Verantwortung, wenn nicht der größten Verantwortung. Denn das, was sie aussenden, ist meinungsmachend. Und wir können dann ganz schnell mit uralten Klischees, die hunderte von Jahren alt sind, die wir schon ad acta gelegt haben, mit solchen Berichten ganz schnell wieder herausholen. Wir sehen das mit der Zuwanderungsdebatte, die völlig ethnisiert wurde, von dem man nur noch von Roma spricht. Ich habe hier in Berlin im April eine Veranstaltung gemacht. Als Geschäftsführer der Hildegard Lagrenz Stiftung haben wir eine Woche in der Kulturwoche gemacht. Gestatten, das sind wir. Wir haben uns vorgestellt, die Diversität unserer Gruppe, die Unterschiedlichkeit mit vielen Künstlern. Und da hat man in den Medien tatsächlich sehr wenig von gesehen. Ich kann mich erinnern an einen Zeitungsbericht, dann hat man dann eine Romney genommen in einem bunten Rock, ich weiß nicht, ob es eine Romney war, vielleicht war es eine, die draußen auf der Straße barfuß tanzt. Also das kam in unserer Veranstaltung überhaupt nicht vor, denn wir haben das im Theater gemacht und das war wirklich eine fantastische Veranstaltung mit Opernsängern, mit Kunst, mit Lyrik, mit Theater, mit wunderschönen Dingen. Und in der Zeitung steht dann so ein Bericht mit einer Frau im bunten Rock, die auf der Straße mit nackten Füßen tanzt. Gestatten, das sind wir. Das sind wir aber nicht. Und ich würde mir wünschen, dass die Medien tatsächlich aufwachen, denn sie tun sich damit keinen Gefallen. Sie tun niemandem einen Gefallen damit. Sie erweisen nur den Rechten einen Bärendienst damit. Das heißt, was wir brauchen, sind nicht nur mehr PolitikerInnen aus Minderheiten, Menschen of Color, sondern auch in den Medien, mehr JournalistInnen, Leute, die schreiben, die sichtbar werden. Richtig? Ja, das ist richtig. Was macht denn, um denn auch nochmal die Brücke zu schlagen? Sie haben es gerade schon erwähnt, die Hildegard Lagrenz Stiftung. Möchten Sie dazu nochmal kurz erläutern, was da die Ziele sind und auch warum es die Stiftung gibt? Und vielleicht auch, fände ich sehr spannend, wer Hildegard Lagrenz war. Also Hildegard Lagrenz war eine Mannheimer Sintetzer, die den Holocaust überlebt hat. Und danach in Mannheim in die Schulen gegangen ist, zu Schülern und hat über das Erlebte gesprochen und hat tatsächlich versucht, die Gesellschaft zu verändern mit ihren Zeitzeugenberichten. So eine wunderbare Frau. Die Stiftung, das ist etwas Einmaliges bis jetzt. Es ist die erste und einzigste Stiftung, die nur von Sinti und Roma gegründet wurde. Das war ein wunderbares Gefühl. Vor 2 Jahren, einen Tag nach der Einweihung des Mahnmals, haben Sinti und Roma, und das waren keine reichen Menschen, sondern teilweise sehr arme Menschen, die mit ein bisschen Geld tatsächlich die Gründung dieser Stiftung möglich gemacht haben. Die Hildegard Lagrenz Stiftung für Bildung, Inklusion und Teilhabe von in Deutschland lebenden Sinti und Roma ist eine fördernde Stiftung. Sie ist daraus entstanden. Vor einigen Jahren haben wir einen Arbeitskreis gegründet, als ich noch im Landesverband tätig war, und andere Landesverbände haben wir zusammengefunden damals und haben uns über unsere Situation Gedanken gemacht und haben evaluiert.
in einigen Tagen und Wochen und Monaten und haben alles aufgeschrieben, an was es denn hängt, warum diese Arbeit nicht vonstatten gehen kann. Also Projekte. Wir mussten zum Beispiel für Projekte, ich kann mich an ein Projekt erinnern, für inter- und innerkulturelle Bildung. Das ging darum, ich habe da mal damals einen Probelauf gemacht, 6 Projekttage. In Koblenz war das, in Asterstein, das ist ein kleines Wohngebiet, da leben Sinti und Roma, die sprechen kaum noch Romanes. Und zu dem bin ich hingefahren damals und habe gesagt, wollt ihr Romanes lernen? Ich sagte, ja, das ist ganz wichtig, weil zur Findung der eigenen Identität, wenn man seine Sprache verliert, dann ist das sehr schwierig. Und wir haben da 6 Tage, habe ich da mit den Jugendlichen, auch mit Erwachsenen, haben wir darüber geredet, über Bildung, über die Möglichkeit der Teilhabe in der Gesellschaft, über die Sprache. Und es war ein wunderbares Projekt, aus dem tatsächlich ein Verein nochmal entstanden ist in dieser Stadt in Koblenz. Aber das Land hat 3-4 Jahre, ich habe 3 oder 4 Mal diesen Antrag gestellt für dieses kleine Projekt und er wurde nicht, weil man die Nachhaltigkeit nicht erkennen konnte, wurde dem Antrag nie stattgegeben, also wurde nicht unterstützt. Das war schon sehr demotivierend. Und diese Erfahrung hatten aber viele Sinti-NGOs, Roma-NGOs auch. Diese fehlende Fachkompetenz bei dem Thema Sinti und Roma, bei den entscheidenden Stellen, also die das nicht nachvollziehen konnten, weil sie einfach nichts wussten über die Minderheit oder nur ihr Klischees erlegen waren, den Stereotypen erlegen waren und nicht erkennen konnten. Das Ergebnis davon war eine Studie, eine Bildungsstudie, bei der wir gesagt haben, ist mal wichtig, selbst mal zu sehen, wie ist denn unsere Bildungssituation von unseren Menschen. Diese Bildungsstudie wurde dann hier in Berlin auch vorgestellt. Und das war dann der Beginn der Gründung einer Stiftung, weil wir gesagt haben, wir brauchen eine eigene Stiftung, zu der wir selbst hingehen können. Und das muss unsere Stiftung sein, in der unsere Fachkompetenz dort drin ist, die weiß, wenn wir als NGO oder als Einzelner einen Antrag stellen, die das erkennen, was wir wollen. Und dann hat das funktioniert. Das hat dann, also wir haben diese Stiftung dann gegründet und am 1. Januar 2014 ist diese Stiftung selbstständig geworden, die EVZ, die Lautenschläger Stiftung und die Freudenberg Stiftung sind dann eingestiegen und haben dann mit Geld nochmal gefördert, dass der Betrieb tatsächlich läuft. Dann gab es eine große Ausschreibung und ich habe mich da auch dann beworben, weil es ja auch mein Baby war. Und ich dachte, naja, ich versuche es mal. Vielleicht wird's ja was, wenn ich Glück habe, vielleicht klappt es ja. Und ich habe mich dann beworben als Geschäftsführer. Es war eine öffentliche Ausschreibung und dann war tatsächlich, hat man sich für mich entschieden und das ist nun eine Aufgabe, die ist nicht einfach, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei. Die Stiftung hat jetzt schon sie hat ja begrenzte Mittel bis jetzt noch, also wir sind ja im Aufbau, aber hat schon junge Studenten unterstützt, die Sinti oder Roma sind, die wenig Geld haben für Lehrmittel und so weiter. Da können wir schon, haben wir schon gestiftet für solche Sachen, auch für Lehrmittel, für andere Dinge. Also es läuft schon und man merkt, es wird immer mehr wahrgenommen. Und ich denke, diese Stiftung, das wird noch etwas sein, das die Gesellschaft auch verändern wird, weil jetzt Projekte kommen, in der wir aber auch sagen, wir wollen nicht exklusiv nur für Sinti und Roma wirken, sondern auch für Menschen, die unter dem Antiziganismus leiden. Die müssen nicht Sinti oder Roma sein, aber auch mit der Mehrheitsgesellschaft gemeinsam arbeiten. Das heißt, hier können auch Projekte gefördert werden, die der Mehrheitsgesellschaft in Institutionen, in anderen Bereichen der Gesellschaft Projekte, die mit dem Antiziganismus aufräumen, klar zu machen, wie falsch man da liegt. Und dann gemeinsam etwas erschaffen. Und ich bin der festen Überzeugung,
dass eine Veränderung nur stattfinden kann, in der Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit der Mehrheit und der Minderheit. Und ganz wichtig ist das, glaube ich, dass man gemeinsam gleichberechtigt die Zukunft neu gestaltet. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Interview. Bitteschön.